Hallo beim Rezept der Woche im Peter Max Showroom. Schön, dass ihr da seid. Heute mache ich Pizza. Einmal süß und einmal salzig. Ja, ihr habt richtig gehört, ich mache süße Pizza. Das funktioniert nämlich und ich zeige euch wie. Außerdem gibt es noch als Nachspeise dann ein Tiramisu im Glas. Ich freue mich riesig drauf. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Peter Max, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Für meine süße Pizza habe ich mir schon alle Köstlichkeiten hier hergerichtet. Wir haben hier Krokant, wir haben rosane Schokolade, Schokocreme, Mandelsplitter, alles ist dabei. Und ich starte jetzt mal mit dem Teig, weil das ist natürlich das Wichtigste für unsere Pizza. Ihr nehmt einfach nur Joghurt und Mehl. Das war's. Ich starte jetzt mit dem süßen Teig. Da kommt jetzt trotzdem ein bisschen Salz hinein und ein bisschen Vanillezucker, weil da darf ruhig schon im Teig eine leichte Süße drinnen sein. Und das verkneten wir jetzt einfach mit den Händen. Und wenn es noch etwas klebrig ist, dann geben wir einfach noch ein bisschen mehr Mehl dazu. So, und wenn meine Finger schon ganz klebrig sind, machen wir gleich weiter mit dem zweiten Teig. Wir machen dasselbe jetzt eben nochmal, aber mit ein bisschen Salz dazu. Aber Joghurt und Mehl ist im Prinzip genau gleich wie beim anderen Teig. Auch das wird wieder zu einem Teig einfach verknetet. So, und jetzt bekommt der Teig auch schon die richtige Konsistenz. Da zeige ich euch gleich, wie ihr den Teig am besten knetet. Also es ist immer mit der rechten Hand, quasi mit dem Handballen, drücke ich immer hinein. Mit der anderen Hand klappe ich oben um. Das ist eigentlich immer dieselbe Bewegung. Ich mache es da unten ganz flach und ich klappe um. Ja, und das halt dann ganz schnell. Wunderbar. So, dann holen wir uns gleich den zweiten Teig daher. Da gebe ich noch ein bisschen Mehl dazu. So, unsere beiden Teige sind fast so weit. Und damit ich sie wieder erkenne, haben wir hier einmal den süßen. Da legen wir jetzt eine Erdbeere drauf. Und auf den salzigen Petersilie. Weil sonst kenne ich mich nicht mehr aus. Und ich muss mir jetzt mal meine Hände waschen. Dann mache ich mich jetzt mal ans Ausrollen. Wir starten mit unserem salzigen Teig. Aber man sieht halt wirklich auch die Konsistenz, wie schön der weich ist. Also den kann man super ausrollen. Perfekt. Auf ein Backblech. Mmh. Weiter geht's mit unserem süßen Teig. Die süße Pizza, die bekommt eine ganz schöne Form. Ich habe mir gedacht, wir machen ein Herz draus. Also ich drücke hier so ein bisschen drauf, dass er da dünner wird. Und da müssen wir ein bisschen mehr in die Mitte gehen. Perfekt. Pizzateig ist bereit. Wir machen weiter mit unserem Belag. Wir haben hier Kräuterfrischkäse. Den verrühre ich jetzt. Ein Schuss Obers ist ja immer ganz praktisch. Dann kann man das da richtig schön verstreichen. Und wir machen jetzt noch die Basis für unsere Herzpizza. Da habe ich hier ein bisschen Mascarpone. Da geben wir jetzt eine Schoko-Haselnuss-Creme dazu. Da gebe ich jetzt auch noch so ein bisschen Vanillezucker dazu. Jetzt verstreiche ich das noch schön in die Ecke. Und wir belegen jetzt noch unsere salzige Pizza, weil die süße Pizza, die wird dann noch später belegt. Aber bei der salzigen, da kommt jetzt noch Blauschimmelkäse drauf, Birne und Schalotte. Und die Schalotte tun wir vorher noch ein bisschen anbraten. Jetzt machen wir weiter mit unserem Blauschimmelkäse. Ah, der ist sehr klebrig, das mag ich besonders gern. Und jetzt geht es noch an die Birne. Die wird jetzt noch feinblättrig geschnitten. Schummeln wir gleich da so ein bisschen unter den Käse drunter. Damit, wenn der dann schmilzt, das auch ein bisschen auf die Birne drauf geht. Das sieht schon zauberhaft aus. Also, ich würde sagen, unsere beiden Pizzen sind bereit für den Ofen. Und das Coole ist, ich habe da eine Pizzastufe und ich zeige ich euch jetzt, weil das ist echt das Perfekte, was man machen kann für die Pizza. Der Ofen ist eingestellt auf ca. 200 Grad. Bis sie schön knusprig ist, so lange bleiben die Pizzen jetzt da drinnen. Und ich mache jetzt weiter mit dem köstlichen Tiramisu. Da habe ich auch schon alle Sachen da. Wir haben hier Biskotten. Ich nehme da immer ganz gerne Vollkornbiskotten, weil die einfach nicht so big süß sind. Aber das kann man auch machen, wie man möchte. Meine schönen Gläser. Da werden die dann reingeschlichtet. Und wir fangen jetzt eh auch gleich an mit der Biskotte. Die werden in kleine Stückchen gebrochen. Genau, und wir machen jetzt auch noch gleich die Creme. Da habe ich nämlich Mascarpone, Joghurt und ein bisschen Obers. Und das Obers wird jetzt mal aufgeschlagen.
Aber das muss jetzt auch nicht super steif sein, sondern da kommt jetzt eh die Mascarpone dazu und das Naturjoghurt. Und dann wird das Ganze einfach eine cremige Masse. Super. Und dann können wir das Ganze auch schon in einen Dressierbeutel abfüllen. So, wir können schon die erste Schicht hineindressieren. Jetzt setze ich da ein paar Himbeeren hinein. Ich finde das auch immer ganz hübsch von außen. Jetzt kommt nochmal Creme drauf. Jetzt nochmal beschotten. Zerbröselt. Und dann werde ich noch eine gute Himbeercreme machen, die wir dann auch noch drauf geben können. Einfach da hinein. Noch ein bisschen Zucker. So, und jetzt kappen wir das mal. Und ein bisschen Zitronennote darf nicht fehlen. So ein bisschen Säuerlichkeit. So. Und da kommt jetzt meine Himbeersoße oben drauf. Das ist echt super. Jetzt kommt da noch eine Haube drauf. Das sieht einfach so hübsch aus. Gefällt mir richtig gut. Und da können wir jetzt auch noch so ein paar Schokosplitter oben drüber tun. Und fertig ist das Tiramisu im Glas. Es fehlt nur noch die Pizza. Die kommt jetzt raus und dann können wir eigentlich schon anrichten. Also die Herzpizza, die sieht wirklich toll aus. Hat richtig schön die Form behalten. Der Schokobelag sieht auch ganz super aus. Und unsere Blauschimmelkäse. Pizza. Ich meine, die hat auch so schön Farbe bekommen am Rand. Richtig schön knusprig sieht das aus. Ui, wir dekorieren das jetzt ganz jetzt noch fertig. Von den Erdbeeren, da schneide ich immer ganz gern so Röllchen runter. Und dann kann man das schon richtig schön da drauflegen. Und ich habe hier Ruby-Schokolade mitgebracht. Das ist die rosane Schokolade hier. So richtig schöne Schokodrops. Die kommen da auch drauf, weil die schmilzen jetzt noch. Bisschen krokant und Heidelbeeren. Das ist einfach toll. Jetzt kommt auch noch die helle Banane dazu. Auch da einfach nochmal so ein paar schöne, runde Bananenstücke. Also, ich finde das richtig süß in dieser Herzform. Das macht es auch nochmal so besonders. Und auf unsere Birnen-Gorgonzola-Pizza, da kommt jetzt auch noch natürlich Schnittlauch drauf, habe ich mir gedacht. Das gibt dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen frische Kräuter und gute, ja einfach auch einen guten Geschmack. Und vor allem auch ein kleiner Farbklecks. Wir haben hier die bunte Pizza, hier die ganz helle Pizza. Und weil Gorgonzola und Birne, das ist ja eine wunderbare Kombination, gebe ich jetzt auch noch ein bisschen Honig oben drauf. Weil Honig harmoniert einfach auch super mit diesen beiden Dingen. Und ich meine, was soll ich sagen? Heute gab es bei mir Pizza, aber mal ganz anders. Der köstliche Frischkäse ist die Basis auf unserer ersten Pizza mit Birne obendrauf, Schalotten angeschwitzt, Schnittlauch, Gorgonzola und Honig, etwas ganz, ganz Feines. Dann die süße Herzl-Pizza, die stiehlt jedes Mal mein Herz, wenn ich Herzl-Pizza mache. Das sieht einfach so herzig aus. Mit der Erdbeere, Banane, Schoko obendrauf, frische Früchte, ein bisschen krokant, eine wunderbare Sache und einfach auch mal was anderes. Und unser Tiramisu, bisschen leichter mit Joghurt und Himbeeren vor allem verfeinert im Glas. Ganz, ganz tolle Rezepte. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität.